Guten Abend hier in Berlin. Willkommen zu Hart aber fair. Dankeschön. Ja. Ich stelle mir das mal so vor. Es gibt da so Momente, da möchte man gerne im Büroschrank von Angela Merkel sitzen. Dann nämlich, wenn sie erfährt, der Trump will gleich anrufen oder der Putin oder gar Erdogan. Flucht sie dann kurz? Seufzt sie einfach? Oder freut sie sich auf die besondere Herausforderung? Und wie wäre das Ganze mit Martin Schulz am Kanzlerschreibtisch? Also, wie umgehen mit Trump, mit Erdogan, mit Putin? Das Thema unseres ersten Bürgerchecks zur Bundestagswahl. Die Welt ist im Aufruhr und Außenpolitik ist deshalb eines der wichtigen Themen im Wahlkampf. Was ist besser für uns, geduldige Diplomatie oder klare Kante? Wo sind die Grenzen und welche Rolle hat Deutschland in der Welt? Und das sind unsere Gäste, die ihre Fragen diskutieren. Norbert Röttgen, CDU. Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Ina Ruck, ehemalige ARD-Korrespondentin in Moskau und Washington, gerade erst aus den USA zurückgekehrt. Alexander Gauland, AfD, Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Jürgen Trittin, die Grünen, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Julie Goetz, Studentin aus Aachen. Die 22-Jährige interessiert sich leidenschaftlich für Politik. Sie ist kein Parteimitglied, engagiert sich aber in der Juso-Hochschulgruppe. Ja, in jeder Sendung bis hin zur Bundestagswahl werden wir einen Jung- oder einen Erstwähler zu Gast haben. Frau Goetz, Sie sind die Erste, Sie machen die Premiere. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, gerne. Herzlich willkommen. Der Dank gilt natürlich allen Gästen, auch Herrn Gauland, mit dem ich allerdings erst mal klären möchte, wo die Grenzen des menschlichen Anstands in der Politik verlaufen. Das sind die Fakten. Gauland, Özoğuz in Anatolien entsorgen. So berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung seit gestern über den Auftritt von AfD-Spitzenkandidat Gauland in Thüringen. Die FAZ zitiert ihn in Bezug auf die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Özoğuz mit folgenden Worten. Ladet sie mal ins Eisfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her. Und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können. Der Tagesspiegel konfrontierte Gauland noch gestern Abend mit seiner Aussage. Er sagte, er könne sich nicht erinnern, ob er das Wort entsorgen gebraucht habe. Heute Vormittag klang das ganz anders. Da sagte Gauland zur Jungen Freiheit: Ich hätte das Wort entsorgen nicht verwenden sollen. Inhaltlich stehe ich aber zu meiner Aussage. Frau Özoğuz hat weder etwas in der Bundesregierung verloren, noch in Deutschland. Mittlerweile erinnert sich Alexander Gauland also doch. Es gibt schließlich auch einen Mitschnitt seiner Rede. Diese tolle Ausländerbeauftragte im Kabinett Merkel sagt noch etwas. Sie sagt, eine spezifisch deutsche Kultur ist jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar. Das stimmt. Genau das hat Özoğuz in einem Debattenbeitrag geschrieben, Gauland weiter. Das sagt eine Deutsch-Türkin. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können. Herr Gauland, Sie haben heute Morgen gesagt, Sie hätten das Wort entsorgen besser nicht verwendet. Warum nicht? Welche Bedenken sind Ihnen gekommen über Nacht? Also ich hatte ursprünglich gar keine Bedenken, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass manche Entsorgen missverstehen. Aber dass der Lärm, der um diese Geschichte gemacht wird, völlig falsch ist. Herr Gauland, Sekunde. Ich zitiere Ihnen. Herr Gauland, Mich hat ein SPD-Abgeordneter genannt, ich sei ein mieser, dreckiger Hetzer. Ja. Dieser selbe SPD-Abgeordnete hat 2013 gesagt, ja, wir wollen alle die Merkel entsorgen.
Es kann nicht sein, dass wenn ich das Wort entsorgen nehme, das dann Hetze ist. Wenn ein Sozialdemokrat das macht, dann ist das normale politische Auseinandersetzung. Das ist im Zweifelsfalle auch Hetze, wenn man das im Zweifel dann beurteilen muss im Lichte des Kontextes von damals. Sie sind Journalist, Sie haben ein Buch geschrieben, Sie sind ein Mensch, der mit Sprache umgehen kann. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie gar keine Bedenken hatten, zunächst das Wort entsorgen zu verwenden, auch Ihre Rede wirkt ja strukturiert, ist ja nicht so, dass sich da in Rage geredet haben. Wie ist es zu erklären, dass ein Mann mit Sprache sowas nicht merkt, es sei denn, es steckt Absicht dahinter? Ich habe frei gesprochen und da habe ich den Begriff gebraucht, weil ich ihn in anderem Zusammenhang schon mehrmals gehört habe und das ist der Beleg dafür. Ich habe überhaupt nicht an das gedacht, was jetzt hier versucht wird, hineinzuinterpretieren an irgendwie Abfall. Sondern ich wollte ganz klar sagen, das waren ja auch die Aussagen, das, was Frau Özegüz über Deutschland gesagt hat, das passt nicht zu diesem Land, das passt nicht zu dieser Regierung und das passt nicht zu uns. Gestatten Sie, dass ich Inhalt, darüber kann man natürlich diskutieren, Inhalt und Form trenne, wenn Sie sagen, dass Ihnen nicht bewusst ist, wie man das Wort entsorgen versteht in Deutschland. Sie sind über 70 Jahre alt, haben auch Wandlungen der deutschen Sprache mitgemacht. Dann muss ich Ihnen vielleicht mal zeigen, wie zwei Professoren, der eine ist Sprachwissenschaftler, der andere ist Jurist, das beurteilen. Der Sprachwissenschaftler. Entsorgen, das ist im Zusammenhang mit Menschen ein vollkommen unangemessener Sprachgebrauch. Damit werden Menschen sprachlich zu einer Sache gemacht, genauer gesagt zu Müll. So spricht man Menschen implizit das Menschsein ab. Der Strafrechtler. Professor Thomas Fischer, bis Ende April noch Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, gilt als Ikone der deutschen Rechtsprechung. Jährlich gibt er einen Kommentar zum Strafgesetzbuch heraus. Ein Werk, das auf Schreibtischen von Strafrichtern, Verteidigern, Staatsanwälten, Studierenden und Polizeiwachen steht. Über die Aussage unseres Gastes Alexander Gauland schreibt er uns: Es liegt nicht fern, dass die Äußerung, man wolle die Deutschtürken Özoğuz, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen, im Zusammenhang mit der Bemerkung, danach kommt sie hier nie wieder her, den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Ich halte es für angemessen und geboten, dass die zuständige Staatsanwaltschaft dies prüft. Man soll nicht auf alle planmäßigen Provokationen von Hetzern hereinfallen, aber man muss sie danach behandeln, was sie bezwecken. Sie stören absichtlich und gezielt den öffentlichen Frieden. Herr Gauland, Sie sind nicht nur Autor, Journalist, sondern auch promovierter Jurist. Ist Ihnen heute klar geworden, dass Sie eventuell sich auch strafbar gemacht haben? Nein, und das glaube ich auch nicht. Dem sehe ich mit Gelassenheit entgegen. Wissen Sie, Herr Blasberg, Auseinandersetzungen im Wahlkampf sind manchmal hart. Und wenn man meine Co-Kollegin Weidel eine Nazischlampe nennt und ein deutsches Gericht sagt, das gehört einfach zur Auseinandersetzung und ist eben Satire, dann kann ich nur sagen, ist dieses Wort vom Entsorgen völlig harmlos. Wenn Sie das ansprechen, Herr Gauland, sollten vielleicht alle Menschen sich noch mal einen Eindruck machen, die es nicht gesehen haben, in welchem Zusammenhang das gefallen ist, dann kann man es vielleicht auch besser einordnen. Die AfD und die angeblich übertriebene politische Korrektheit. Ein Thema in der ARD-Satire-Sendung Extra 3. Denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Jawohl, Schluss mit der politischen Korrektheit. Lasst uns alle unkorrekt sein. Da hat die Nazi-Schlampe doch recht. War das unkorrekt genug? Ich hoffe. Herr Gauland, sehen Sie einen juristisch festgestellten Unterschied zwischen einer Satire, die als solche in Überspitzung klar erkennbar ist, und Ihrer politischen Rede? Ich sehe hier überhaupt keinen Unterschied, Herr Blasberg. Nazi-Schlampe ist ein übles Schimpfwort und soll auch bewusst uns in eine bestimmte Ecke stellen. Und das jetzt mit Satire zu verbinden, ist, Entschuldigung, zutiefst unfair. Und eine junge Dame so zu bezeichnen und das dann als Satire auszugeben, halte ich für völlig daneben. Dagegen ist Entsorgen ein harmloses Wort. Und wenn ein sozialdemokratischer Abgeordneter Frau Merkel entsorgen will, schreit auch nicht alle Welt auf.
Herr Gauland, mir ist durchaus bewusst, dass wir gerade hier, wir, sage ich mal, als hart, aber fair auch, vielleicht die Gäste, die hier mit am Tisch sitzen, genau über das Stöckchen springen, was Sie uns hinhalten. Sie hauen einen bösen Spruch raus. Die rechten AfD-Anhänger sind begeistert. Sie rudern hinterher zurück. Die Botschaft ist angekommen. Sie haben Medienwirbel. Es hat alles geklappt. Das ist die Methode, die häufig angewandt ist. Meine Frage ist, haben Sie nicht Angst, dass Sie potenzielle AfD-Wähler, die vielleicht inhaltlich sagen, ich bin mit der Politik von Herrn Röttgen, von Herrn Trittin, nicht einverstanden, wir brauchen ein deutlicheres Signal in verschiedenen Dingen, zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik, dass Sie diese AfD-Wähler verschrecken, die noch unterscheiden können, was redlich ist und was unredlich ist? Herr Blasberg, man kann nie wissen, wie man bei Wählern ankommt und wie nicht. Ich habe das Wort nicht gebraucht, um bewusst zu provozieren. Ich habe die Rede verhältnismäßig frei gehalten. Und da ist mir dieses Wort in den Mund gekommen. Das kann man für einen Fehler halten. Ich habe auch heute deutlich gesagt, dass das Entsorgen ein Fehler war. Dann machen wir da. Aber ich bleibe bei dem, was ich inhaltlich gesagt habe. Es geht ja auch um Kulturkreisunterschiede. In unserem Kulturkreis, den Sie vehement verteidigen, gehört, wenn man zugibt, daneben gelangt zu haben, eine Entschuldigung. Haben Sie sich bei Frau Özeus entschuldigt? Nein. Oder wollen Sie das noch tun? Das ist meiner Ansicht nach aus der Formulierung nicht zu entnehmen. Ich kann mal Herrn Kahrs fragen, ob er sich bei Frau Merkel entschuldigt hat, die er auch entsorgen wollte. Das ist jetzt, entschuldigen Sie, lieber Herr Blasberg, eine rhetorische Frage. Nein, ich muss mich bei Frau Özeus nicht entschuldigen. Und wir werden sehen, ob die Staatsanwaltschaft tatsächlich ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Gut, danke zu diesem Punkt. Herr Röttgen, Sie haben jetzt daneben gesessen. Ich frage mal die beiden Politiker in der Runde, Herr Trittin, Sie auch. Was haben Sie gedacht, als Sie unser Gespräch hier verfolgt haben? Also das ist, diese Sprache ist ekelhaft. Sie ist menschenverachtend. Sprache ist auch nicht Schall und Rauch. Sprache kann wirken als politische Brandstiftung, enthemmend. Und das, was verbale Gewalt ist, kann dann zu realer Gewalt werden. Man braucht übrigens kein Sprachwissenschaftler zu sein, um zu verstehen, in welchem Kontext das Wort Entsorgen verwendet wird. Müll ist die erste Assoziation von Entsorgen, Müllentsorgung. Das ist der geläufige Begriff. Und das Schlimmste von allem ist nicht nur, dass Sie nicht in der Lage sind, sich zu entschuldigen. Ich nehme Ihnen Ihre gespielte Harmlosigkeit nicht ab, dass Sie gar nicht so genau wissen, was Sie gesagt haben. Sie wissen natürlich ganz genau, was Sie gesagt haben. Sie kennen auch alle Assoziationen. Sie kennen auch die Wirkung. Sie setzen diese menschenverachtende, ekelhafte Rede ein als Teil von politischem Marketing. Und weil es um Kultur ging, ist nicht nur eine Kultur der Entschuldigung, sondern bis die AfD und diese Leute auf den Plan und auf die Bühne, die politische Bühne traten, gab es in Deutschland einen politischen Konsens, dass Menschenverachtung tabu ist, um damit politische Werbung zu machen. Und dieses Tabu und diesen Bestandteil unserer politischen Kultur, den verletzen sie wissend, vorsätzlich und auf grobe Weise. Und das muss entschieden zurückgewiesen werden von allen, die hinter dieser politischen Kultur in Deutschland stehen. Sie können das auch so stehen lassen. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie, Herr Gauland, einfach gesagt haben, habe ich mich vergriffen. Dann wäre die berechtigte Hinweis von Herrn Röttgen, dass es sich um Vorsatz handelt, nicht so offensichtlich gewesen. Ich finde neben dem Wort auch den Sachverhalt völlig unakzeptabel. Eine Bürgerin dieses Landes, Staatsbürgerin, gewählt in der Bundesregierung, einfach das Bürgersein abzusprechen, zu sagen, ab nach Anatolien, also die verbale Ausbürgerung, das geht überhaupt nicht. Und wenn Sie sich dabei noch aufs Eichsfeld berufen, dann möchte ich Ihnen mal eins sagen, dass ein Teil des Eichsfeld ist Teil meines Wahlkreises. Und im Eichsfeld schämt man sich für sowas, da ist man nicht gut katholisch. Wollen Sie es beim Schmunzeln belassen, Herr Gauland, oder möchten Sie es beim Schmunzeln belassen oder möchten Sie was dazu sagen? Ich habe alles gesagt, was ich sagen musste. Es tut mir leid, Herr Röttgen, wir sind leider so weit auseinander. Ich will aber jetzt nicht zurückschlagen.
Im Eichsfeld habe ich in einer Versammlung sehr viel Beifall bekommen. Da sind in der Tat 90% Katholiken. Da müssen Sie, lieber Herr Trittin, die Eichsfelder fragen, warum Sie dann mir zugejubelt haben. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema und ist auch nicht meine Frage. Dann machen wir da ein Semikolon hinter, Frau Goetz. Sie sind Jungwählerin, 22, dürfen das zweite Mal wählen, hat genau gepasst im Wahlrhythmus. Wie wirkt das auf Sie, was Sie an Äußerungen von Herrn Gauland und an der Diskussion hier gehört haben? Ja, erstmal finde ich es wichtig zu sagen, dass das, was Herr Gauland da gesagt hat, absolut nicht irgendwie in die Öffentlichkeit gehört oder noch nicht mal irgendwie im Geheimen. Und dass wir immer wieder darauf hinweisen müssen, dass es eben nicht normal ist. Das, was die AfD macht, was sie propagiert, ihre Inhalte, sind ganz klar rechtsextrem. Und dass wir uns nicht bewusst, also dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir dagegen ankämpfen müssen, ist, glaube ich, sehr wichtig, damit es eben nicht irgendwann, ja, der hat schon wieder das gesagt und sie schon wieder das, dass wir das hinnehmen. Ich glaube, das ist sehr gefährlich. Wir machen heute einen Bürgercheck zu Sachthemen und dann wird Herr Gauland auch zu Sachthemen sprechen. Und es gibt eine Überleitung zu unserem ersten Sachthema Trump. Wie umgehen mit Trump, Frau Ruck? Denn das, was wir hier erleben, muss Ihnen als Amerika-Korrespondentin, Sie waren es bis vor 2 Monaten, sind jetzt noch mal quer durchs Land gereist, ja auch bekannt vorkommen. In Amerika hat man könnte sagen robuster, man könnte auch sagen hetzerischer Ton, das will ich jetzt nicht auf Herrn Gauland anwenden, das soll vielleicht ein Gericht klären, aber das hat zunächst mal Trump ins Weiße Haus geführt. Und die Gesellschaft wohin? Es hat tatsächlich Tabus eingerissen. Also das, wie Sie das eben sagten, verbale Gewalt führt, wenn sie denn von einer Bühne gesprochen wird und Anhänger da sind, die sich durch sowas ermutigt fühlen, häufig auch zu dann echter Gewalt. Ich habe das selbst erlebt bei Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump, wo dann Störer auftraten, Menschen mit anderer politischer Meinung, die dann von Trump so lange beschimpft wurden, bis seine Anhänger dann die Fäuste rausholten. Das ging auch zum Teil gegen Journalisten. Das geht relativ schnell sogar. Und ich glaube aber auch, dass es in der amerikanischen Gesellschaft sogar noch tiefergehend was auslöst, weil plötzlich Tabus gefallen sind, weil plötzlich Dinge gesagt werden dürfen und dann auch gemacht werden können. Also, dass da Leute mit Fackeln, Nazis mit Fackeln durch eine Innenstadt laufen, das hätte ich vor 2 Jahren nicht für möglich gehalten. Plötzlich wundert man sich kaum noch drüber, weil dieses Tabu gefallen ist. Oder ein anderes Beispiel, mir hat eine junge Frau in der Wahlnacht noch, das ist schon ein bisschen was her, hat mich aber so beeindruckt, dass ich die Geschichte immer wieder erzähle. In der Nacht, als Donald Trump gewählt wurde, habe ich eine junge Frau, eine schwarze Frau vom Weißen Haus getroffen, die war 23, eine Medizinstudentin, und die hat gesagt, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie als Nigger bezeichnet worden sei und in diesem Tag aber bereits das zweite Mal. Und das ist auch so ein Tabu, was gefallen ist. Und die Gefahr ist tatsächlich groß, dass umso mehr Enthemmung in der Sprache die Enthemmung auch im realen Leben folgt. Und das ist das, was man in den USA gut sehen kann. Wie weit sind wir davon in Deutschland entfernt? Das kann ich noch nicht so richtig beurteilen, weil ich ja tatsächlich erst ein paar Wochen wieder hier bin. Aber nach dem, was Sie heute gehört haben? Ja, da muss man gucken. Also ich war sehr entsetzt, ich habe das nicht gewusst. Ich habe das im Wortlaut eben zum ersten Mal gehört und habe mich doch auch sehr erschrocken. Aber was das zu den Konsequenzen kann ich einfach noch nicht sagen. Aber mich hat das doch auch sehr getroffen. Das hat mich ein bisschen erinnert, ehrlich gesagt, an Donald Trumps Auftritte. Herr Gauland, ich frage Sie noch mal. Gestern kam das hoch, heute Morgen haben Sie sich geäußert. Wie schlafen Sie eigentlich in einer solchen Nacht? Und wenn Sie auch die Ähnlichkeiten zu Amerika sehen, Ihre politischen Ziele sind bekannt. Wir diskutieren gerade über den Weg. Wie schlafen Sie in einer solchen Nacht? Also da ich bis gestern Abend lange Wahlkampf gemacht habe und dann spät zurückkam, habe ich mich noch kurz auf das vorbereitet, was heute vor mir lag. Und dann habe ich die Zeit gut geschlafen. Gut, danke schön. Kommen wir zu unserem Kernthema Bürgercheck zur Bundestagswahl. Wie umgehen mit den Unruhestiftern dieser Welt? Das Beispiel Trump ist gefallen. Dazu unsere erste Zuschauerfrage.
Mein Name ist Ramona Frank, ich komme aus Düren und mich beschäftigt die Trump-Regierung. Dieser Mann ist in meinen Augen sehr unberechenbar, macht mir Angst. Frage an die Runde. Wie kann man diesen Menschen in den Griff bekommen und wie verhält sich das mit der Außenpolitik Deutschland und Amerika, diese Partnerschaft? Was kann man dazu tun, dass die bleibt, wie sie war? Herr Röttgen, können Sie Frau Frank da Hoffnung machen, dass die amerikanische-deutsche, dass das Verhältnis wieder so wird, wie es war? Also erst einmal ist das ja eine positive Aussage. Wir wollen dieses deutsch-amerikanische Verhältnis, europäisch-amerikanische Verhältnis, wie es war, das war ja, ist auch nicht völlig unbestritten. Ich teile diese Aussage. Dieses Verhältnis ist einzigartig, es ist wechselseitig von größter Bedeutung. Und meine Schlussfolgerung ist, also müssen wir trotz Trump um dieses deutsch-amerikanische Verhältnis kämpfen. Wir dürfen ihm nicht, wir dürfen es nicht zulassen, dass er das zerstört. Dass er das nicht nur in Frage stellt, sondern auch aktiv zerstört. Also müssen wir um dieses Verhältnis kämpfen, aus Überzeugung, aus unserer Interessenlage heraus. Wir dürfen es nicht zulassen. Wie macht man das denn? Indem man einen Brief schreibt, Herr Trump, so nicht. Ich habe es ja unterstrichen, indem man zunächst mal sagt, es gibt etwas, um das wir kämpfen wollen. Das ist mal die erste sozusagen Willensentscheidung. Das zweite ist, wir sollten nicht verwechseln Trump mit dem Land. Donald Trump sind nicht die USA. Es gibt auch im politischen System, in den Parteien, in den Bundesstaaten, viele, die das genauso sehen wie die Dame aus Düren, die sagt, wir wollen das erhalten. Mit denen müssen wir reden. Mit denen müssen wir im Kontakt bleiben. Da ist auch viel möglich. Wir müssen uns äußern. Wir können uns äußern. Also da sind verlässliche Netze auch entstanden, die müssen wir pflegen. Und drittens würde ich sagen, je stärker der europäische Teil in dieser transatlantischen Partnerschaft ist, desto stärker können wir auch unsere Interessen, unsere Überzeugungen einbringen. Das heißt, wir müssen auch nie oder dürfen nicht nur sozusagen Trump kritisieren oder die USA, den amerikanischen Präsidenten, sondern müssen auch fragen, was können wir Europäer denn aktiv besser einbringen? Was könnten und müssten neue Projekte gemeinsamen transatlantischen Erfolges sein, die wir von Europa einbringen? Also es ist etwas zu tun. Wir müssen nicht aufgeben, sondern wir sind überrascht darüber, dass das, was früher von anderer Seite, politisch linker Seite zum Beispiel, aber jetzt auch von rechter Seite in Frage gestellt wird, dieses Verhältnis auf einmal von dem Bewohner des Weißen Hauses in Frage gestellt wird. Das ist das wirklich Neue. Die Fronten verschieben sich ein bisschen, Herr Trittin. Ja. Viele unserer Zuschauer, die wünschen sich klarere Worte gegenüber Trump. Was sagen Sie, findet die Kanzlerin ausreichend klare Worte? Ich finde es erstmal befremdlich, dass wir in einer Situation sind, wo wir plötzlich mit den Chinesen für freien Handel und offene Märkte zusammenstreiten. Das ist eine völlig paradoxe Situation. Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir zu einem solchen transatlantischen Konflikt an dieser Stelle kommen. Herr Röttgen hat recht, die Wahl von Trump ist Ausdruck der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Damit müssen wir umgehen. Wir haben mit den USA massive gemeinsame Interessen. Wir teilen zumindest mit einem Teil der USA auch gemeinsame Werte. Ich finde nicht, dass man da immer klug drauf eingegangen ist. So sehr ich dafür bin, dass man den Dialog pflegt, dass man die konstruktiven Kräfte auch in der Administration versucht anzusprechen, man sollte vermeiden, hinter Trump sozusagen auch willfährlich hinterherzulaufen. Ich meine zum Beispiel seine Interpretation jenes NATO-Beschlusses, wonach wir aufrüsten sollten. Kommen wir gleich noch zu, ist eine Zuschauerfrage. Das fand ich ein Stück Bereitwilligkeit von Frau Merkel, Herrn Trump etwas zu geben, was ich nicht für klug halte. Der hätte ich eine klare Ansage verwünscht. Das ist gleich noch eine Zuschauerfrage. Wir orientieren uns natürlich auch an unseren Führungsfiguren, an der Kanzlerin, Frau Goetz. Wie gefällt Ihnen denn diese eher unaufgeregte, manchmal ironische Art von Angela Merkel, wie sie so Trumps Macho-Sprüche einfach an sich vorbeiplätschern lässt? Also ich bin da sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite, am Anfang hat sie das, glaube ich, sehr gut gemacht. Es gab mal eine Situation, wo sie gesagt hat, ich sitze aber hier, und sie guckt dann immer so ein bisschen skeptisch und mit dem Handschütteln und all das. Das hat mir sehr gut gefallen, dass sie das ihn nicht so für bare Münze nimmt. Allerdings gab es auch ganz klare Dinge, wo sie sich hätte hinstellen müssen, und zwar nicht in einem bayerischen Bierzelt irgendwo, und dann klar sagen müssen, so geht's nicht. Ich glaube, dass sie vor allem jetzt, also am Anfang hat sie gut mit ihm, ist gut mit ihm umgegangen, aber mittlerweile ist es doch an der Zeit, da mal ein bisschen härter was zu sagen.
Herr Gauland, als Trump gewählt wurde, hat die AfD-Führung, also Frau Petry, Jörg Meuthen und Sie, in einem Glückwunschtelegramm geschrieben, die AfD sei Trumps natürliche Verbündete in Deutschland. Nachdem er jetzt im Amt ist und agiert hat, sehen Sie das immer noch so? Ich habe dieses Telegramm nicht unterschrieben und ich hätte das auch nie so gesagt und würde das auch nicht so sehen. Sie haben recht, es waren nur Petry und, genau. Und Meuthen. Es ist, Außenpolitik ist Interessenpolitik und Herr Röttgen hat recht. Die deutsch-amerikanische Bindung ist ein wichtiges deutsches Interesse, das müssen wir aufrechterhalten. Und ehrlich gesagt, das Trump-Bashing mag ich auch aus einem anderen Grund nicht. Die Innenpolitik Amerikas geht uns erstmal wenig an. Das müssen die Amerikaner entscheiden, ob sie ihn wählen oder nicht wählen. Das ist nicht unsere Sache. Unsere Sache ist, die deutschen Interessen in Amerika zur Geltung zu bringen. Und das muss man machen mit den Staatsmännern, die da sind. Ich habe wenig Verständnis dafür, dass, wie Sie aus einer Untersuchung lesen konnten, die deutschen Medien gegenüber Trump kritischer sind als Washington Post und New York Times, also die deutschen elektronischen Medien. Ja, Herr Röttgen hat recht, wir müssen mit der amerikanischen Regierung und mit dem Präsidenten zurechtkommen. Und ich sehe bis jetzt noch nicht irgendeine Veränderung der amerikanischen Politik, die Ungewissheit haben Sie formuliert, da haben Sie völlig recht, die unseren Interessen schon geschadet hätte. Und deswegen ist es richtig, deutsche Interessenpolitik auch zu versuchen, mit Trump durchzusetzen. Mhm. Frau Ruck, Sie sind gerade quer durchs Land gefahren. Ich glaube, zum Abschied 6 Wochen. Genau, ja, ein bisschen weniger, aber 6 Wochen. Ich nehme an, das Wort Trump ist in dem einen oder anderen Gespräch, wenn Sie sich als Deutsche zu erkennen gegeben haben, auch gefallen. Wie viel Unterstützer hat er noch? Wie viel Bemühen spüren Sie bei Amerikanern zu sagen, verhaftet uns nicht für Trump? Oder wie viele sagen, unser Mann, yeah, er macht einen super Job? Wir kennen ja alle die Zahlen, nicht? Seine Zustimmungsrate ist im Moment, glaube ich, bei 37%. Das ist das Tiefste, was er bisher hatte. Ich habe Leute getroffen auf dieser Reise, aber auch vorher während der Zeit, wo ich dann dienstlich unterwegs war, die mir dann auch gesagt haben, ja, wir haben ihn gewählt, aber wir sind jetzt doch entsetzt über dies oder jenes, was er da getan hat. Aber es gab genauso viele Leute, die nach wie vor zu ihm halten. Was, glaube ich, wirklich ein wichtiger Einschnitt jetzt war, was es negativ für ihn beeinflusst, ist seine Reaktion auf Charlottesville. Danach war ich nicht mehr dort. Also ich habe mit Menschen darüber nicht sprechen können, aber ich glaube, das war doch... Auf die Unruhen und auf das Unruhen Auto, dort. Was in die ja, genau, und das nicht, ist. Das nicht distanzieren, sich distanzieren von den Nazis, die da durch die Stadt gegangen sind. Anders kann man es ja nicht bezeichnen. Aber grundsätzlich, was wir immer vergessen, wenn wir sagen, wie konnten diese Amerikaner eigentlich so einen Mann wie Trump wählen, ist es ja so, dass ihnen 25% der Wahlberechtigten überhaupt gewählt haben. Nicht? Es hat, das ist in Amerika aber oft so. 50% der Amerikaner, die hätten wählen dürfen, sind überhaupt nur zur Wahl gegangen. Und von den 50% hat die Hälfte ihn gewählt. Das heißt, ein Viertel der Wahlberechtigten. Man begegnet sehr viel häufiger Menschen in den USA, die ähnlich wie hier auch sagen, um Gottes Willen, was konnte da nur passieren. Und wir schämen uns sogar für diesen Präsidenten. Das höre ich sehr oft. Die nächste Frage von Zuschauern zum Thema Trump und wir. Heiko Reisinger aus Oberhausen-Rheinhausen in Baden-Württemberg hat uns geschrieben. Was ich nicht verstehe ist, wie sich die Bundesregierung auf ein Ziel mit den NATO-Staaten einigt, dieses aber nach meiner Einschätzung nicht verfolgt. Reisinger war 12 Jahre lang bei der Bundeswehr, war auch in Afghanistan und im Kosovo im Einsatz. Er fordert Investitionen in die Bundeswehr, um die Ausbildung zu verbessern, das Personal zu erhöhen, die Kasernen zu modernisieren. Der 34-Jährige will, dass Deutschland 2% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung steckt, so wie von den NATO-Mitgliedern beschlossen. Wenn wir das nicht einhalten, müssen wir uns nicht wundern, wenn Trump sauer auf uns ist. Frage an die Runde. Wieso hält sich Deutschland nicht an die 2%-Regel der NATO? Wieso eigentlich nicht, Herr Röttgen? Ist Trump der bessere Anwalt für deutsche Soldaten als die Verteidigungsministerin? Sie können, nur zur Information, Sie können in dem gesamten Beitrag das Wort Trump
durch das Wort Obama ersetzen. Und an dem Sachverhalt würde sich nichts ändern. Er hat darüber 8 Jahre lang geklagt. Das ist nichts Neues. Warum tun wir das nicht? Weil man dafür keine unmittelbare politische Rendite bekommt. Wer merkt das eigentlich, solange nichts schiefläuft, solange keine unmittelbare Bedrohung und ein Bedrohungsszenario da ist? Ob bei der Bundeswehr, dass die Personalrekrutierung nicht funktioniert. Ab und zu lesen wir, dass die Hubschrauber irgendwie nicht fliegen und sonst oder was. Oder auch abstürzen. Dann ist der Fall etwas ernster. Die Ursache ist für mich auch noch nicht klar, wird aber untersucht. Aber jedenfalls, dass da eine Mangelsituation herrscht, das ist relativ klar. Die Frage ist nur, wen berührt das eigentlich? Welches politische Gewicht hat das eigentlich? Und das ist, glaube ich, die Veränderung, das ist die Erklärung dafür, warum die jahrealte Vereinbarung unter unterschiedlichen Regierungen getroffen, von mehreren Parteien, die diesen Regierungen angehört haben, nicht verwirklicht worden ist. Es hat jetzt eine leichte Veränderung und Verbesserung gegeben, aber wir sind noch weit entfernt von den Verabredeten in Richtung 2%. Wir sind jetzt bei 1,2 irgendwas Prozent des Verteidigungsetats an unserer Wirtschaftsleistung. Ich glaube, dass es sich jetzt auch ändern wird, weil die Gefahrenlage um uns herum sichtbarer geworden ist. Sicherheit, die bedrohte Sicherheit, wird für uns spürbarer. Das ist auch das Thema unserer Sendung. Wir hatten eine lange Zeit, wo wir gesagt haben, wir sind von Freunden umgeben. Da wurde die Friedensdividende gezogen nach dem Ende des Kalten Krieges. War alles richtig. Aber jetzt haben wir eine grundlegende Veränderung der politischen Sicherheitslage um uns herum. Und selbst wenn übrigens Hillary Clinton gewählt worden wäre, die Amerikaner, die amerikanische Politik, ist weder in der Lage noch willens, parteiübergreifend, gewissermaßen für die Europäer, auch nach Ende des Kalten Krieges, zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges, für die Sicherheit der Europäer in einem weit überproportionalen Maß einzutreten. Trump ist auch gewählt worden, weil das Land zum Teil in wirtschaftlich verlassenem, verrotteten Zustand ist, wegen der wirtschaftlich-sozialen Spaltung des Landes. Die USA geben 3,5% für Verteidigung, Sicherheit aus. Wir 1,2%. Dass wir dauerhaft nach Ende des Kalten Krieges gewissermaßen wir als Europäer, wir auch als Deutsche, unsere Sicherheit und die Fürsorge für unsere europäische Sicherheit an die USA outsourcen, substanziell und dauerhaft, wird von den USA nicht akzeptiert und ist auch nicht in Ordnung. Wir können nicht immer nur Erwartungen an die USA adressieren, sondern es ist Teil der neuen Situation unseres Erwachsenwerdens, dass Europäer für ihre europäische Sicherheit selber mehr eintreten. Herr Tessin? Wenn es so wäre, würde ich ja Ihnen zustimmen, Herr Röttgen. Die Wahrheit ist, die USA geben mehr als 10-mal so viel für Verteidigung aus wie Russland. Europa ohne die USA gibt 3-mal so viel aus für Verteidigung wie Russland. Jetzt schon. Das, was Sie vorschlagen, was Frau Merkel angekündigt hat, ist, dass wir 30 Milliarden zusätzlich ausgeben. Das ist fast 10% des aktuellen Bundeshaushaltes. Das ist die Ansage, die Frau Merkel als Reaktion auf Trump, nicht Zeitraum auf Obama gemacht hat. Zeitraum von 10 Jahren bis 2025. In jährlich bleibt das aber so. Und da würde ich vor einer Bundestagswahl von einem verantwortlichen Mitglied einer Regierungskoalition doch die Erwartung hegen, aus welchen Mitteln Sie dieses aufbringen wollen. Und wenn Sie über Sicherheit sprechen, ich bin übrigens nicht der Auffassung, dass man nicht zum Beispiel in die Lufttransportkapazität der Bundeswehr investieren müsste. Mhm. Muss man, kann man in Mali sehen. Warum kauft die Verteidigungsministerin dann Korvetten und Leopardpanzer? Es findet massive Geldverschwendung in der Bundeswehr statt. Wenn Sie sagen, Sie erwarten wenn ich das noch zusagen darf, wenn Sie über Sicherheit reden. Heute in der Tagesschau hat die Kanzlerin gesagt, wir müssen endlich mal was tun in der Entwicklungshilfe. Ja, hallo. Seit 2015 haben wir uns verpflichtet, 0,7%, nicht 2%, nur 0,7% zu bezahlen. Sie hat heute nicht einmal jene 10 Milliarden auf den Tisch gepackt, die diese 2 Jahre alte Versprechung notwendig machen würde. Wer für Sicherheit ist, wer Fluchtursachen bekämpfen will, der muss zu seinen Verpflichtungen gerade bei der Entwicklungszusammenarbeit stehen und kann nicht einen Haushalt vorlegen, der fürs nächste Jahr vorsieht, mehr Geld für die Bundeswehr, aber weniger für die zivile Krisenprävention. Das ist der Entwurf von Ihnen. Darf ich kurz vorgehen? Also, richtig ist,
dass die Ausgaben für Entwicklungspolitik, für humanitäre Hilfe so stark gestiegen sind, richtigerweise, wie das noch nie der Fall gewesen ist in den letzten Jahren. Das ist richtig, notwendig, aber es reicht immer noch nicht. Und ich finde, einen Streit sollten wir, müssen wir auch gar nicht führen, dass das eine die Alternative zum anderen ist. Ich finde, Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat dafür auch die richtige Formel gebracht. Wir streiten ja immer Richtung 2%. Er sagte, nein, es geht gar nicht um 2%. Es geht um 3%. Weil er nämlich sagt, ihr könnt natürlich nicht nur sozusagen in Militärausgaben denken, das tut auch keiner, sondern man muss im Grunde das umfassender sehen. Wir müssen mehr ausgeben für humanitäre Hilfe, für Diplomatie, für wirtschaftliche Entwicklung, aber am Ende muss man auch militärische Fähigkeiten haben und die kann man nicht nur anderen, den Großmächten oder sonst wem überlassen als Europäer. Darum 3% für das gesamte Paket. Da muss viel mehr Prävention sein, auch humanitäre Hilfe, wirtschaftliche Perspektive und. Aber die militärische Komponente ist eine Komponente, nicht die wichtigste, nicht die entscheidende, in diesem Paket, dass Europa mehr von der Prävention bis zur militärischen Absicherung für seine Sicherheit tun muss. Dann müssen Sie jetzt aber Ihren Haushalt umorganisieren. Der setzt nämlich die andere Priorität, mehr fürs Militär, weniger fürs Auswärtige Amt. Entschuldigung, da gibt es doch... Und das 3%. Die richtige Frage war ja, wir erreichen das. Da weiß ich, was am Ende können, rauskommt. Können Sie mir mal einen kurzen Blick... Wir zahlen das Militär, aber warten mit der Entwicklungshilfe. Nein. Haben Sie ein Hörproblem mit diesem Ohr? Ich höre sehr gut, aber ich lasse mich auch nicht von jedem unterbrechen. Sehr gut gemacht. Ich wollte Ihnen helfen. Es gibt nämlich eine Idee. Sie haben gesagt, wo ist denn ein verantwortliches Mitglied dieser Regierung? Der soll uns mal sagen, wo das Geld herkommt. Ich kenne da einen Finanzstaatssekretär, der hat eine Idee. Wenn die gute wirtschaftliche Lage bleibt, dann müssen wir halt in Zukunft mal etwas weniger die Sozialleistungen erhöhen in dem einen oder anderen Jahr. Vielleicht etwas stärker mal auf Verteidigungsausgaben schauen. So, das reicht doch. Das finde ich eine saubere Ansage. Dass die Ihnen gefällt, glaube ich. Aber das ist der gleiche Grund, warum ich diese Aussage nicht für sehr zielführend halte. Das wird auch sicher nicht die Politik sagen. Ja, aber sagt Jens Spahn die Wahrheit oder Sie? Er sagt jedenfalls nicht, was gemacht wurde. Also, ich sage Ihnen, ich glaube, dass ich die Wahrheit sage. Er äußert sich aber über die Zukunft. Ich glaube, dieser Ansatz ist genauso falsch wie der Ansatz, den Sie gewählt haben. Humanitäre Hilfe gegen militärische Absicherung zu stellen, ist es genauso falsch, soziale Sicherheit in Deutschland gegen äußere Sicherheit zu stellen. Dieses Gegeneinander ist unsinnig. Irgendwo muss das Geld aber herkommen. Am Ende muss das Geld herkommen und Sie müssen einen gedeckten Haushalt vorlegen. Und wenn Sie diesen Zielkonflikt haben, müssen Sie begründen, wo Sie die 30 Milliarden hernehmen. So, das haben wir gehört. Ich möchte gerne Frau Götz fragen. Sie sind 22 Jahre alt. Das heißt, Sie haben diese Friedensdividende, wie es eben Herr Röttgen genannt hat, Ihr ganzes junges Leben lang genossen. Sie kennen eigentlich nur entspannte Zeiten. Der Kalte Krieg, den haben Sie allenfalls im Geschichtsunterricht kennengelernt. Wenn Sie jetzt hören, mehr Militärausgaben im Verbund auch mit mehr Entwicklungshilfe, aber es bleibt auch bei mehr Militärausgaben. Wie reagieren Sie auf eine solche Forderung, auf einen solchen Gedanken als jemand, der Frieden als Naturzustand erlebt hat? Vielleicht ist das ein bisschen naiv von mir, aber ich finde es sehr schwierig, wenn wir, ich gehe davon aus, dass es wir sind, immer sagen, wir möchten weniger Konflikte in der Welt haben, wir müssen weniger Krisen, wir müssen da diplomatisch rangehen, miteinander reden und dann auf der anderen Seite mehr Militärausgaben. Also meiner Meinung nach ist es genau das Gegenteil, was sich dadurch irgendwie dadurch kommt und ich finde das widersprüchlich und verstehe es nicht. Und wenn man dann sagt, ja, 3% insgesamt, ist halt auch wieder die Frage, wie gewichtet man das? Sind es dann 2% und 1% für alles? Und da ist doch durchaus die Entwicklungszusammenarbeit meiner Meinung nach sehr viel wichtiger. Aber es gibt auch andere Dinge im Haushalt, wo dieses Geld dringender meiner Meinung nach benötigt wird. Und vielleicht wäre es mal ein Anfang an die 0,7% tatsächlich mal ein bisschen dahin zu arbeiten. Frau Ruck? Diese jüngste Vereinbarung, 2%, die ist ja noch gar nicht so alt, 2% bis 2024, ist ja entstanden vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise und der Krim-Annexion. Und ich glaube auch im Hinblick auf das Sicherheitsgefühl derjenigen Nachbarn Russlands, die da plötzlich kalte Füße bekommen haben und Angst bekommen haben. Das war, glaube ich, der Hintergrund. Sie ist, soweit ich mich entsinne, relativ schwammig formuliert. Auf diese Schwammigkeit haben wir uns immer verlassen. Jetzt plötzlich kommt sie auf den Tisch, weil Trump es relativ deutlich sagt und deutlicher sagt als Obama. Das muss man schon auch sagen. Kommt schon aus 2006, ist immer wieder. Aber diese jüngste mit der, das war noch mal eine deutliche Erinnerung daran. Und dennoch 2% unseres
unheimlich großen Bruttosozialproduktes würde ja bedeuten, dass wir nicht nur die absolut übermächtige Wirtschaftsmacht sind in Europa, sondern auch ein militärischer Gigant, den sich eigentlich Europa nicht wünschen kann. Also wir wären ein bis auf die Zähne hochgerüstetes, superreiches Deutschland im Vergleich zu all dem anderen. Ja, das wäre schon eine relativ, also das kann auch nicht unser Ziel sein. Also ich glaube, dass wir fangen wir mal an, uns zu bewegen. Wir bewegen uns. Gut, machen wir dahinter mal einen Punkt. Wir haben ja noch andere Menschen, die die Welt beschäftigen. Wie umgehen mit den großen Playern? Das ist heute im Bürgercheck Außenpolitik unser Thema. Wir haben über Trump gesprochen. Sie haben fast schon eine Überleitung gemacht. Jetzt reden wir über Putin. Bodo Panitzky aus Oberursel im Taunus hat uns geschrieben. Jeder Dummbatz weiß bereits seit frühester Kindheit, dass Streitereien, so wichtig und nötig sie auch sein mögen, mit einem Kompromiss enden müssen. Sprachlosigkeit hat noch immer zu Krieg geführt. Gerade die Politik gegenüber Russland muss total umgekrempelt werden. Wir brauchen Russland als starken Partner. Frage an die Runde. Warum holt man Putin nicht wieder mit ins Boot und beendet die Sanktionen gegen Russland? Herr Gauland. Das ist eine völlig berechtigte Frage und ich stimme dem Hörer völlig zu. Ich glaube nicht, dass die Sanktionen in irgendeiner Weise dazu führen, dass die Krim wieder zur Ukraine zurückkehrt. Ich glaube, die Sanktionen schaden uns, der russischen Wirtschaft, und bringen das Ziel und das Ergebnis nicht. Der Fehler ist in den Wiedervereinigungsverhandlungen gemacht worden. Nicht von uns Deutschen, aber doch von der westlichen Seite. Denn man hatte damals die Zusage gemacht, der Sowjetunion, der untergehenden Sowjetunion, das würde ich gern zugeben, die NATO nicht über die Oder hinaus auszudehnen. Nun hat sich die Weltordnung verändert und Herr Röttgen wird mir jetzt gleich entgegenhalten, aber die Osteuropäer wollten in die NATO, ist alles richtig. Aber das hat man dann alles gegen Russland in Szene gesetzt. Und das ist das große Problem. Damals war Jelzin schwach. Heute ist Putin nicht mehr schwach. Und Russland ist zu einer Politik zurückgekehrt, die ich immer bezeichne als das Einsammeln russischer Erde. Das ist eine alte zaristische Politik. Das müssen wir nicht mögen. Das ist auch zum Teil nicht immer völkerrechtsgemäß. Das will ich alles gern zugeben. Aber wir brauchen eine gemeinsame Ordnung mit Russland und wir brauchen keine Konflikte, die wir mit Russland austragen. Und also ist es dringend notwendig, und da bin ich ganz bei dem Zuschauer, wir müssen Russland ins Boot holen, um diese einseitige Vergrößerungspolitik in eine Ordnung einzubetten, bei der wir Russland am Ende auch in die NATO holen. Herr Röttgen. Und nur noch mal zu der Angst der Europäer. Wenn die Europäer und Osteuropäer sowas hören, dann kriegen sie Angst. Sie haben weniger Angst davor, dass Deutschland seine Fähigkeiten ausweitet, sondern sie hätten davor Angst. Ich will im Grunde die Fragestellung aufnehmen, Russland ins Boot holen. Da sage ich ja, absolut. Das ist unser Interesse, das ist richtig. Allerdings müssen wir noch beantworten, was ist das Boot? Und das Boot würde ich definieren als die europäische Friedensordnung. Von der dachten wir ja auch, wir haben sie. Wir dachten nach 1990, jetzt haben wir endlich die Schlussfolgerung aus Nationalismus, Erde einsammeln. Da sagt das eine, der Stärkere sagt, bei meinem Nachbarn, dem kleinen Nachbarn, da gehört noch ein bisschen Erde mir, ich bin der Stärkere, also nehme ich es mir. Der daraus folgende Militarismus, Nationalismus, die Spaltung, die Unfreiheit, das dachten wir, haben wir alles überwunden. So definiere ich das Boot. Und in dieses Boot soll Russland rein, ja. Aber Russland hat grundlegende Kehrtwende vollzogen. Meine Einschätzung ist übrigens nicht aus Stärke, das ist übrigens das Problem, sondern aus Schwäche. Weil Putin nicht sieht, wie kann ich dieses Land modernisieren und gleichzeitig an der Macht bleiben. Das ist sozusagen das urmachtpolitische Problem, das er sieht. Und darum hat er sich für das alte Rezept des Nationalismus und Militarismus entschieden. Das ist Annexion eines anderen Teils. Das ist das militärische Eindringen in der Ukraine. Das ist die Unterdrückung von Freiheit und Opposition im eigenen Land. Und das ist kein gemeinsames Boot. Das ist keine Freiheitsordnung. Das ist keine Friedensordnung.
Wir wollen keinen Konflikt, wir führen ihn schon gar nicht militärisch. Aber ich finde, unsere Verantwortung ist es, für die Freiheit und den Frieden auf unserem Kontinent und den Ländern und für das Selbstbestimmungsrecht von Ländern einzutreten. Und das wird uns gelingen, es wird uns aber umso besser gelingen, je einiger wir sind. Das ist die Einigkeit des Westens, die ja im Kern auch sozusagen eine Wertgrundlage ist. Für die müssen wir eintreten. Das ist wiederum das, was auch Trump mit in Frage stellt mit seinem Nationalismus. Darum müssen wir dafür eintreten, dass es diese auf Werten, auf europäischen Werten, Demokratie, Rechtsstaat begründete Ordnung gibt. Wenn wir sie preisgeben, weil wir sagen, jeder weiß doch irgendwelche Kompromisse. Wenn wir über das Grundsätzliche, was Europa ausmacht, Rechtsstaat, Demokratie, Freiheit, Kompromisse machen, dann ist das kein freies Europa. Dann hätten wir wieder ein gespaltenes Europa und ein gefährliches, das in seinem inneren Frieden bedroht ist. Und darum müssen wir dieser Bedrohung von Frieden und Freiheit entgegentreten. Politisch, aber auch mit dem Instrument der Sanktionen. Herr Gauland. Man kann nicht von Russland sozusagen als Vorleistung erwarten, dass es jetzt eine Art von Westminster-Demokratie einführt. Russland ist eine alte, traditionelle Macht, die wieder in Europa zurückgekehrt ist. Und wir müssen mit dem Russland leben, das da ist. Und wenn wir jetzt sozusagen noch irgendwelche Bedingungen stellen, wird es nie etwas. Wir müssen einfach aber die Russen auf Augenhöhe akzeptieren. Ja, und nicht zu dem habe ich gesagt, was Sie jetzt, Sie widersprechen, nichts davon. Doch, im Kalten Krieg, KSZD-Schlussakte, 1975 hat man sich verständigt darauf, dass Integrität, territoriale Souveränität respektiert werden. Aber das war die Weisheit des Kalten Krieges. Ja, aber lieber Herr Röttgen. Und die Russen sagen jetzt, die Macht geht vor dem Recht. Sie, und unsere europäische Auffassung Sie ist kennen das Herrn Telschik besser als mich. Und er sagt auch ganz klar und deutlich, jawohl, wir haben die Russen über den Tisch gezogen, indem wir ihnen etwas versprochen haben, was wir nicht gehalten haben. Telschik war der berühmte Berater von Herrn Kohl. Der sitzt ja schon mal am Tisch, Frau Ruck. Der muss sich nicht wehren. Ich habe ihn in meinen Wahlkreis eingeladen. Das ist gut. Ruck hat den Vorzug, hier zu sein, im Gegensatz zu Herrn Telschik. Ich möchte ganz gerne was klarstellen, weil das immer durch durcheinander geworfen wird. Das zaristische Russland und das sowjetische Russland, wir leben nicht mehr in der Zarenzeit und wir leben nicht mehr in der Sowjetunion. Es gibt Nachfolgestaaten dieser beiden Gebilde. Dazu gehört Russland, dazu gehört die Ukraine, alles souveräne Staaten. Dazu gehört Weißrussland, Kasachstan und ein ganzer Sack voll anderer. Wir werfen Russland immer in denselben Topf wie die Sowjetunion und halten es für seinen Nachfolger in allen Dingen. Das ist so nicht. Wir müssen uns mit allen gut verstehen und nicht nur mit Russland. Und wenn Russland sich auf Kosten der Ukraine bereichert, dann können wir das natürlich nicht akzeptieren. Eine andere Sache ist die, dass die Sanktionen natürlich der russischen Wirtschaft schaden. Die russische Wirtschaft steht überhaupt nicht gut da. Allerdings schadend ist sie natürlich noch viel angeschlagener durch den fallenden Ölpreis und durch die Korruption im Land. Aber auch die Sanktionen schaden. Sie haben aber tatsächlich nicht. Sie so sollen ja auch schaden. Sie haben nicht zu einem politischen Umdenken Putins geführt. Das ist das Problem aus unserer Sicht natürlich. Sie haben möglicherweise wahrscheinlich sogar 2014 verhindert, dass die Freischärler in der Ukraine noch weitergehen, in der Ostukraine. Aber ansonsten hat Putin sich nicht geändert. Daraus kann aber auch nicht die Konsequenz sein, dass wir sagen, okay, funktioniert nicht, also vergeben wir es ihm. Wir haben ja Werte, für die wir einstehen. Wir als Europa haben ein freiheitliches Gesellschaftsmodell, was wir jetzt nicht aufgeben, indem wir den Russen sagen, macht ihr das einfach mal. Wir öffnen Tür und Tor für weitere territoriale Begehrlichkeiten. Und wenn wir mit dem historischen Argument kommen, das Einsammeln russischer Erde, die Krim war ja mal russisch, die war 170 Jahre lang russisch. Die 300 Jahre davor gehörte sie in den Einflussbereich des Osmanischen Reichs. Da kann Erdogan auch kommen und sagen, die Krim ist doch eigentlich türkisch. Wer weiß? Darf ich an dieser Stelle einen Punkt machen zu Putin? Unsere Zuschauer sind dran. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Außenpolitik ist in diesen Zeiten auch Flüchtlingspolitik. Das nach Brigitte und den Zuschauern. Bitte. Ja, und unsere Zuschauer diskutieren natürlich über Außenpolitik und fragen sich, welche Rolle soll Deutschland spielen. Aber sie diskutieren auch, wie du das ja auch gemacht hast mit unseren Gästen, zu Beginn über einen besonderen Gast, über Alexander Gauland. Und damit möchte ich auch einsteigen in die Zuschauermeinung. Henning Schröder zum Beispiel schreibt bei Facebook, entsorgen, so spricht der AfD-Bundestagswahl-Spitzenkandidat über Menschen, wie über Müll. Gaulands wahres Gesicht, das wahre Spitzengesicht der AfD, ein Rückfall in finsterste Zeiten. Und Herr Schröder wünscht
sich, wie viele andere Zuschauer auch, dass wir Herrn Gauland keine Plattform gegeben hätten, hätten ihn ausladen sollen. Das sagen manche, aber manche sagen auch nein, es ist gut, dass wir uns der Diskussion und dem Gespräch stellen. Zum Beispiel Julian Siebel, er schreibt bei Facebook, ausladen wäre genau der falsche Weg, um so jemanden zu stellen. Trotzdem merkt man aber auch, dass das, was dort gesagt worden ist, diese Aussagen auf fruchtbaren Boden fallen, vielleicht auf fruchtbaren Boden, die AfD-Anhänger freuen sich, kann man schon so sagen. Christian Heinrich schreibt bei Facebook, und mit genau solchen Statements wird die AfD zweistellig in den Bundestag einziehen, 15% wären toll. Ich komme zu unserem Thema Außenpolitik und welche Rolle soll Deutschland in der Welt spielen? Dazu die Meinung von Hans-Christoph Schliffke, er schreibt bei Facebook, die deutschen Medien und Eliten müssen langsam akzeptieren, dass Deutschland nicht in anderen Ländern wie Türkei, England, USA, Russland vorschreiben kann, was für diese Länder am besten ist. Deutschland ist nicht der Bauchnabel der Welt. Wie sollte Politik aussehen? Mit welcher Temperatur vielleicht? Und im Gästebuch schreibt Marco Holter, ich wünsche mir etwas mehr Realpolitik und weniger Moralpolitik. Der erhobene deutsche Zeigefinger kommt nicht überall in der Welt gut an. Ja, muss Deutschland in der Welt eine Führungsrolle übernehmen oder geht es vielleicht auch eine Nummer kleiner? Sollten wir vielleicht ein bisschen mehr auf Europa gucken? Nein, also die Welt ist nicht das Ziel für Deutschland. Unser Zuschauer Klaus-Martin Leisner schreibt bei Facebook, für Europa muss Deutschland ein verlässlicher und starker Partner sein. Und nicht Deutschland, sondern Europa kann dann die harte Kante zeigen. Ihr redet über diese drei Politiker, die das Weltgeschehen bestimmen. Und zu allen dreien habe ich jetzt noch eine Meinung ausgesucht. Im Gästebuch schreibt über Trump unser Zuschauer Frank Stricker. Auch wenn es viele deutsche Bürger nicht wahrhaben wollen, Donald Trump ist und bleibt der amerikanische Präsident. Im Übrigen würde ein bisschen mehr Germany First seitens Angela Merkel der Bundesrepublik ganz gut tun. Eine Meinung zu Putin. Rita Heinrich schreibt im Gästebuch, wenn man Putin ernst nimmt und auf Augenhöhe mit ihm spricht, ist er mehr Freund als Feind. Wegnehmen sollte man ihm allerdings nichts, dann kann er auch anders. Und zu Erdogan, den ihr noch nicht hattet, aber unsere Zuschauer schon mal so ein bisschen im Vorhinein diskutieren. Harald Kemming schreibt bei Facebook, Erdogan sanktionieren, zum Beispiel durch Reisewarnungen oder Beenden von Entwicklungsgeldern. Erdogan sanktionieren heißt aber auch wissen, dass der Herr der Flüchtlinge die Türen öffnet. Irgendwann macht er seine Drohung wahr, ist nur eine Frage der Zeit. Danke für diesen Überblick, Brigitte Büscher. Das Thema Flüchtlinge beschäftigt unsere Zuschauer auch beim Bürgercheck Außenpolitik. Hier ist eine Zuschauerin. Mein Name ist Belinda Gebel aus Bonn. Ich habe folgende Frage. Die Problematik, dass tausende Menschen an der nordafrikanischen Mittelmeerküste stehen und auf eine Überfahrt warten, die besteht. Es kann meiner Ansicht nach nicht den NGOs überlassen bleiben, Menschenleben zu retten. Sie können im Moment auch nicht fahren. Das ist ein staatliches Thema. Frage an die Runde. Was tun Sie politisch im Augenblick dafür, dass keine Menschen auf dem Mittelmeer sterben? Fragen wir das Nichtregierungsmitglied Trittin. Es gibt erstens eine Mission deutscher und anderer europäischer Soldaten, die da mit dem Auftrag die Grenze abzuschotten sind, die aber auch viele Menschen retten. Aber es muss uns doch alle erschrecken, dass mittlerweile gut die Hälfte der Flüchtlinge im Mittelmeer von privaten Rettungsorganisationen gerettet werden. Die offenbaren ein Versagen des Staates. Es ist ein humanitäres Desaster, was dort stattfindet. Und jetzt kommen wir in eine neue Phase rein. In dieser neuen Phase wird eine Miliz, von der man behauptet, das sei die libysche Küstenwache, von Europa ausgestattet, ausgerüstet. Man hat auch den Waffenschmuggel in diese Miliz zugelassen. Und diese Miliz geht jetzt mit Waffengewalt gegen humanitäre Helfer vor. Das ist, ich würde mal sagen, was die Werte Europas angeht, ein Offenbarungseid, was dort stattfindet. Das kann man nicht akzeptieren. Wir müssen dort eine vernünftige Rettungsmission haben. Und wir müssen alles tun, die Zustände im Land zu stabilisieren. Und dazu gehört es nicht, einzelne Milizen aufzurüsten. Denn das führt zur Destabilisierung des Landes. Werfen Sie das der deutschen Bundesregierung vor? Das werfe ich der deutschen Bundesregierung und der Europäischen Union vor. Weil das ist genau das, was zurzeit stattfindet. Wir sind dabei, über eine sogenannte Politik gegenüber Libyen zu dem umzubauen, was man schon mit der Türkei vereinbart hat, nämlich zu einem Bollwerk gegen Flüchtlinge zu machen. Das ist genau das, was man übrigens in der Vergangenheit schon mal gemacht hat mit Herrn Gaddafi. Herr Gaddafi, der Diktator, ist von Europa
bezahlt, gepampert worden, damit er die Flüchtlinge abhält. Nun guckt man, welche Milizen sich dafür am besten eignen. Ich finde, das geht nicht. Und man kann auch nicht so tun wie heute bei dem Gipfel bei Macron, wo man sagt, ja, und dann kooperieren wir mit Tschad und Niger. Wissen Sie, was das Auswärtige Amt gerade rausgegeben hat? Sie hat eine Reisewarnung ausgegeben. Tschad und Niger raten allen Menschen, Deutschen aus Libyen unmittelbar abzuziehen. Und dort wollen wir, dass Flüchtlinge interniert wird. Ich kann da nur den Kopf drüber schütteln. Herr Röttgen. Ich kann bei diesem Thema offen gestanden diesen, also was einen empört und empören muss, ist das unbeschreibliche Leid nicht von einigen Tausend, die dort in diesen Lagern in Libyen sich befinden, sondern Hunderttausende. Und eine Million, die im Land sind, die vielleicht gar nicht vorhatten, nach Europa zu kommen, sondern aus ihrem jeweiligen Herkunftsland weg wollten und dann in Libyen in einer Hölle landen, die schlimmer ist als die, aus der sie geflohen sind. Das ist die, glaube ich, unser Vorstellungsvermögen wirklich überschreitende Wirklichkeit, jetzt, wo wir hier zusammensitzen. So, das ist, was uns, glaube ich, empören muss. Aber ich finde die Art jetzt der parteipolitischen Empörung deplatziert, weil das Dilemmata sind, mit denen wir es zu tun haben. Da kommt man, da gibt es keine einfache Lösung. Zu sagen, was sind die so blöd und schaffen das gar nicht. Sondern es gibt nur schwierige Lösungen, die keinen geraden Weg weisen. Wir haben die europäische Mission. Darum weiß ich das ja, dass wir an sich gar nicht, und darum würde ich es jetzt auch hier nicht so inszenieren oder präsentieren, jeder muss sich vorstellen, er wäre in der Verantwortung. Was würde er tun? Dann ist die europäische Mission, von der haben Sie gesprochen, die... Darf ich mal was ganz Großes wagen, Ihnen zumuten, Frau Goetz? Sie sind in keinerlei politischer Verantwortung. Sie sind gleich wieder dran, Herr Röttgen. Sie sind jung genug, um den Gedanken wieder aufzunehmen. Frau Goetz, Sie sind... Das war eine freundliche Bemerkung. Danke. Frau Goetz, Sie sind in keiner politischen Verantwortung. Sie sind Politikstudentin, leidenschaftlich interessiert, gucken sich das auch an. Was würden Sie sich wünschen? Wie sollte sich Deutschland verhalten in diesem Konflikt? Sie wissen, wie viele Menschen da in Libyen sitzen und übers Mittelmeer kommen. Sie wissen, wie die Situation hier im Land ist, wie die Aufnahmebereitschaft, sagen wir mal, auch einer gewissen Ernüchterung gewichen ist. Was würden Sie sich wünschen? Dass erstmal auf die Empörung auch Handlungen folgen, weil nur empört sein bringt den Leuten leider absolut gar nichts da. Und dann muss es Möglichkeiten geben, dass man das verhindert, dass eben nicht NGOs dahin fahren, um die zu retten. Sie machen es, was ich absolut nachvollziehen kann. Es gibt auch keine Alternative dazu. Ich wünsche mir, dass nicht hinter irgendwelchen Deals mit Erdogan oder Libyen sich dahinter versteckt wird, damit das Problem irgendwie ausgelagert wird, sondern dass man sich wirklich ernsthaft zusammensetzt und nicht immer, ja, die Armen und so, sondern dass man auch mal handelt. Und jetzt ist das Problem woanders. Und dann sagen Sie wieder irgendwie, ja, die Empörung ist groß, wir müssen miteinander reden und müssen was machen, aber nichts Konkretes kommt da. Ja, also... Hätten Sie denn eine konkrete Idee? Ist es auch nicht. Darf ich mal zeigen, wie schwierig das ist? Schauen Sie sich mal diese Grafik an. Die ist von Frontex herausgegeben worden. Und die zeigt die Rettungseinsätze vor der libyschen Küste. Schauen Sie sich mal an, 2014 war das alles weit weg. 2015 waren die Rettungseinsätze immer näher, 2016 noch näher. Das sind gesammelt alle. Das sind Nichtregierungsorganisationen, das sind auch Frontex-Schiffe. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass wenn man näher ranfährt, man auch das Handwerk der Schleuser besorgt, die sagen, pass mal auf, das wird immer risikoreicher, da muss gar kein Kapitän mehr mitfahren, wir schicken die Boote einfach los. Wir sehen ja, dass die Rettungsschiffe, egal wer es ist, dort vor der Küste sind. Das heißt, tue Gutes und verursache ein weiteres Problem, Frau Goetz. Aber was ist denn die Alternative dazu, die Leute da ertrinken zu lassen oder in den Lagern sterben zu lassen? Also das ist ja auch nicht, ich glaube, das, was wir wollen. Von daher ist es leider die richtige Entwicklung. Herr Gauland, was ist die Alternative? Also die Dilemmata gibt es, die Herr Röttgen beschrieben hat. Trotzdem sagen wir ganz klar, die Frontex-Rettungsmission kann nicht dazu führen, dass wir die Menschen aus dem Mittelmeer aufsammeln und nach Italien oder nach Malta schaffen. Das heißt, es müssen die Menschen nach Nordafrika zurück, da wo sie hergekommen sind. Nun ist mir das Problem Libyen bekannt.
Und es ist meiner Ansicht nach trotz allem richtig, wenn die italienische Marine die libysche Küstenwache ausbildet. Denn eine andere Lösung, als die Menschen daran zu verhindern, das Mittelmeer, Italien und Europa zu erreichen, sehe ich nicht. Und je mehr Menschen Europa erreichen, umso mehr werden sich aufmachen. Ich will hier nicht mit diesen Millionen argumentieren, die Bevölkerungsforscher sehen, wer alles auf gepackten Koffern sitzt. Meiner Ansicht nach muss eine klare Politik in Szene gesetzt werden, dass man die nordafrikanischen Staaten so weit wie möglich auch mit Entwicklungshilfe stabilisiert. Und in ist Libyen für Sie noch ein Staat? Wie bitte? Ist Libyen für Sie das habe ich gerade gesagt. Ja, die anderen habe ich gemeint. Und Libyen muss man im Grunde genommen ja, eine Regierung, einen Staat wieder aufbauen, ehe man Menschen dahin zurückschickt. Das ist eine schwierige Aufgabe und ich will gern zugeben, dass ich auch keine Lösung habe. Aber es ist keine Lösung, dass die Menschen alle nach Europa kommen. Das lehnen wir völlig ab. Wenn ich noch mal sagen darf, ich bin in einem Punkt mit Herrn Röttgen einer Meinung, es gibt keine einfache Lösung. Das konnte man eben an der Argumentation von Herrn Gauland ganz gut nachvollziehen. Wenn ich die Situation habe, dass nicht Regierungsorganisationen, Hilfsorganisationen, sondern gestandene Diplomaten davon sprechen, dass in den Lagern in Libyen KZ-ähnliche Zustände herrschen, dann kann ich dorthin niemanden zurückschicken. Das ist mit unserem Rechtssystem nicht zu vereinbaren. Das war der Grund, Herr Röttgen, weswegen ich wollte gar nicht in eine unnötige Polemik an dieser Stelle rein. Ich finde, wenn Sie sagen, es gibt keine einfache Lösung, es ist auch eine falsche und einfache Lösung zu glauben, dass von uns ausgebildete Milizen das dann an unserer Stelle machen. Das würde ich Ihnen nicht unterstellen, aber ich habe den Verdacht, dass die Italiener an dieser Stelle genau darauf setzen. Können wir da mal einen Punkt machen? Ich möchte Frau Ruck, ja, wir haben noch einen. Herr Erdogan. Ja, aber Sie strapazieren mein Gedächtnis, weil ein Punkt, aber der kommt noch, keine Sorge. Bitte. Schaffen Sie es kurz? Ich muss einen Punkt. Das, was wir jetzt beschreiben, es geht ja gar nicht darum, dass wir ins Lager zurückschicken. Der Punkt ist, das Lager ist die Realität. Und das Retten im Meer ist ein Teil der Realität, auch ein Teil des Geschäftsmodells der Schlepper. Und es erzeugt auch die Lager, weil da warten die Menschen, die dann in die Gummiboote kommen. Ich will den Ansatzpunkt nennen, den ich für schwierig, aber unausweichlich und für den richtigen halte, ist das, was heute passiert ist, dass europäische Staaten zusammen mit der EU, die besonders betroffen sind, mit afrikanischen Staaten eine umfassende Kooperation eingehen. Staaten, also die aber auch alles keine Demokratien sind. Aber das stimmt tatsächlich. Wir können uns tatsächlich nicht die Partner in der internationalen Politik aussuchen. Weder Trump, noch Putin, noch Erdogan, der gleich kommt, noch den Regierungschef vom Tschad und so weiter, die können wir uns nicht aussuchen. Aber wir müssen mit ihnen... Müssen Sie doch die Leute retten. Und natürlich müssen wir retten, aber es ist ein Teil des Dilemma, weil das Retten ist verbunden mit der Situation, die dieses Leid, das Sie eben beschrieben haben, auch mit erzeugt. Und den kann man nicht entgehen. Aber das, was ich für den richtigen Ansatz halte bei all der Schwierigkeit, ist diese Kooperation. Die hat auch ein polizeiliches Element, die hat auch ein Grenzschutzelement, nicht der Zurückführung, aber es sind ja auch Transitländer dabei. Aber die muss natürlich einhergehen mit wirtschaftlicher Entwicklung, mit sozialer Entwicklung. Die muss uns auch mit einer anderen Handelspolitik einhergehen, damit diese Länder auch nach Europa ihre Produkte exportieren können. Jetzt wage ich doch eine Nachfrage, obwohl ich Sie um Kürze gebeten hatte. Wie peinlich ist das denn, wenn man jetzt angesichts des Drucks durch Flüchtlinge feststellt, dass dort große Hilfsbedürftigkeit herrscht? Also ich bin wegen des Themas, das hieß damals noch Dritte Welt, das war mein Thema, was mich in die Politik gebracht hat. Und es gibt viele, die sich immer engagiert haben. Und darum ist auch die Erkenntnis nicht neu. Aber was neu ist, ist, dass heute diejenigen, die so reden und dafür plädieren, nicht mehr dastehen als diejenigen, die anderen Gutes tun müssen. Das hat etwas und viel bewirkt, aber nicht das Entscheidende. Sondern was sich verändert hat, ist, dass wir jetzt erkennen, es geht um unsere Interessen. Und darum müssen wir es tun. Es geht doch darum, dass endlich etwas passiert. Auch wenn es schon vor 20 und 30 Jahren richtig war. Aber jetzt ist sozusagen das Momentum da, dass etwas wirklich besser passieren kann. Es brennt, da müssen wir dranbleiben. Es brennt, wir investieren in die Feuerwehr.
Wir haben jetzt nein, das stimmt nicht. Vielleicht würde es ja auch schon helfen, wenn wir einfach eine Einwanderungspolitik machten und all den Menschen, die nicht fliehen, weil sie von Krieg bedroht sind, sondern aus wirtschaftlichen Gründen eine legale Möglichkeit geben würden, sich zu bewerben. Aber es sind 90% von denen. Ja, aber wenn das wäre ja eine schöne Aufgabe für eine neue Bundesregierung. Ja, ein Einwanderungsgesetz zu machen, temporäre Lösungen zu machen, genau. An dieser Stelle. All dieses, wogegen Sie sich nicht, Sie persönlich nicht, aber wogegen sich die CDU lange Zeit gewehrt hat. Aber ein Einwanderungsgesetz löst nicht das Problem in Afrika, um das mal wirklich darzustellen. Nicht mal das. Es regelt Perspektiven. Man kann, glaube ich, eher Deutschland verlässlich einschätzen. Da kommen die Falschen. Die sind doch für den Arbeitsmarkt bei uns überhaupt. Das Problem, was wir jetzt haben, können wir dann noch entscheiden. Das können wir dann noch entscheiden. Tatsächlich. Denken Sie an Kanada oder auch andere Länder, wie sorgfältig Sie sich die Menschen aussuchen, die kommen sollen. So, wir haben jetzt mehrfach über Erdogan gesprochen. Und natürlich kann man beim Thema Flüchtlingspolitik nicht an ihm vorbeigehen, wie auch diese Zuschauerin meint. Unsere Zuschauerin Evelyn Borg-Schindler aus Herzogenrath hat uns geschrieben, verhandeln ist immer gut, allerdings nicht mehr mit Herrn Erdogan. Beenden Sie endlich den schmutzigen Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Uns als Nazi zu beschimpfen, deutsche Staatsbürger ins Gefängnis zu stecken, Interpol zu benutzen, um Deutsche in Europa verhaften zu lassen, sich in den deutschen Wahlkampf einmischen und unseren Außenminister beleidigen. Ich glaube, hier ist die Diplomatie doch am Ende. Frage an die Runde. Wann hört Deutschland auf, sich von der Türkei erpressen zu lassen? Frau Gütz, Sie sind Teil dieser Runde, nicht in politischer Verantwortung. Würden Sie diese Forderung unterschreiben? Wann hört Deutschland auf, sich von Erdogan erpressen zu lassen? Schluss mit dem Flüchtlingsdeal? Ich glaube, Schluss schwierig, aber es sollte zumindest mal irgendwie dieser Flüchtlingsdeal. Ja, sollte aufgezeigt werden, dass es eigentlich so ein bisschen aufgebauscht ist. Auf der einen Seite glaube ich nicht, dass Erdogan ihn kündigen wird, weil er macht das dann einmal, hat dann kein Druckmittel mehr. Zweitens, er braucht das Geld. Und drittens ist dann auch die Frage, wie viele tatsächlich nach Westeuropa kommen. Ich glaube, viele haben Angst, auf der Balkanroute stecken zu bleiben. Und deswegen bin ich doch der Meinung, man sollte mal ihm sagen, was er denn da tut. Er behauptet über Sigmar Gabriel, warum spricht er mit mir? Und er macht das Gleiche, andersrum. Also irgendwie, der ist ja völlig irre, habe ich das Gefühl. Also er misst. Ich weiß nicht, in welcher Welt er lebt, aber ich glaube, bei ihm kann man durchaus mal harte Kante zeigen. Tja, Sie wünschen sich, unterstreichen die Zuschauermeinung. Herr Röttgen, völlig irre, sagen Sie. Man kann aber auch sagen, er ist der Präsident eines mächtigen NATO-Mitgliedes übrigens. Der Druck zu sagen, es ist gut, der wächst. Finden Sie, dass wir da zu zahm sind? Können Sie das verstehen, wenn Menschen von der Kanzlerin da eine klarere Kante erwarten? Also ich finde, man muss die Dinge auseinanderhalten. Das Flüchtlingsabkommen, ich meine, wir haben eben über die Flüchtlinge und Flüchtlingsrouten gesprochen und so weiter. Das Flüchtlingsabkommen dient beiderseitigen Interessen. Unserem Interesse wie auch dem Interesse der Türkei. Darum ist es schon analytisch falsch, von Erpressung zu reden. Wir sind noch nicht erpressbar, zur Erpressung gehören nämlich immer zwei. Aber es ist auch analytisch falsch, weil die Türkei ein eigenes Interesse an diesem Abkommen hat. Schon am Abkommen, nicht nur am Geld, sondern am Abkommen selber. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden, Herr Röttgen, warum wir nicht erpressbar sind. Wir können jetzt theoretisieren, wie viele Flüchtlinge dann kämen. Frau Merkel hat wenig Interesse daran, dass die Partei von Herrn Gauland noch Prozente dazu schafft vor der Bundestagswahl. Das ist natürlich ein Drohmoment, denn je mehr Flüchtlinge kommen, desto schwieriger wird es, sich am rechten Rand abzudichten. Also zwei Argumente für meine These. Erstens, man ist nur dann erpressbar, wenn man bereit ist, sich erpressen zu lassen. Und unsere Regierung, unser Land, das würde ich übrigens auch der Vorgängerregierung auch anderes, hat nichts mit den Parteien zu tun. Wir hatten noch keine erpressbare Regierung in Deutschland. Und diese Regierung ist nicht erpressbar. Sie ist nicht bereit, sich erpressen zu lassen. Wer damit einmal anfängt, der ist verloren. Bei jedem, bei Erdogan allemal. Wir sind dazu nicht bereit. Und dazu, das ist eine gute Nachricht, dass wir diese Regierung und solche Parteien nicht haben, die bereit wären, sich erpressen zu lassen. Das Zweite ist immer, es wird so getan, sozusagen, als wäre Herr Erdogan irgendwie in großzügiger Laune uns gegenüber.
um uns sozusagen ein Problem zu lösen. Das ist nicht sein übriges Verhalten. Herr Erdogan hat zwischen zwei und drei Millionen, nicht Herr Erdogan, sondern in der Türkei sind 2 bis 3 Millionen Flüchtlinge selber nicht sozusagen nach Europa, nach Griechenland weiter, sondern sind im Land. Er hat kein Interesse daran, dass die Türkei ein Transitland für Flüchtlinge wird und auch ein Ort von Instabilität, übrigens auch von gesellschaftlicher Instabilität in der Türkei selber. Er hat auch kein Interesse daran, zu einer absoluten Zerrüttung seines Verhältnisses mit der Europäischen Union und Deutschland kommen zu lassen. Daran hat er kein Interesse. Und darum erfüllt er dieses Abkommen im wechselseitigen Interesse. Das andere, was er macht, der Kern ist, er verändert die Türkei, die ein demokratisches, muslimisches, das einzige, würde ich sagen, Land war, in ein autoritäres, undemokratisches Land. Daraus müssen wir Konsequenzen ziehen, was das Verhältnis zur EU anbelangt. Aber wir dürfen unsere Interessen kennen. Herr Tettin, 81% der Deutschen finden nach einer neuen Umfrage, dass die Bundesregierung sich zu viel gefallen lässt von Erdogan. Wie groß ist da die Versuchung, im Wahlkampf draufzuhauen, weil man sich ja des Applauses sicher sein kann? Ich bin der Auffassung, dass vieles von dem stimmt, was Herr Röttgen sagt. Ich bin auch der Auffassung, dass man mit Autokraten wie Erdogan oder Putin reden muss. Aber es gehört dazu eine Grundweisheit. Ich glaube, sie stammte von Roosevelt. Sprich leise, aber trage einen großen Knüppel. Und genau das fehlt mir bei der Bundesregierung. Was wäre Ihr Knüppel? Was ist Ihr Knüppel? Wenn Sie mich ausreden lassen, kommen wir dann. Kommt der Knüppel. Gespart diese Folklore, Nein. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Weiter. Also, warum spricht der deutsche Außenminister davon, jeder deutsche Bürger soll sich mal gut überlegen, ob er in die Türkei fährt, weil er könnte dort wie andere als Geisel genommen werden? Gehört nicht zu einem Außenminister, der diese Erkenntnis hat, die Konsequenz zu sagen, dann gibt es auch eine Reisewarnung und kneift man nicht an dieser Stelle, nur weil man Schiss vor der Tourismusindustrie hat. Es gab keine Reisewarnung. Er lässt sie nicht. Zweite Frage. Haben Sie recht. Ja. Man ist damit konfrontiert, dass der NATO-Partner Türkei Verbündete der NATO in Syrien angreift, sodass die USA Truppen dorthin schicken müssen, um ihre Verbündeten vor der Türkei zu schützen. Warum liefert Deutschland dann die Lizenz für eine Panzerfabrik in der Türkei? Und dritte Frage, wenn man weiß, dass Herr Erdogan auf alles Mögliche sich ein Ei pellt, aber bei einer Frage extrem empfindlich ist, nämlich an der Frage der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, das hat ihm Putin mal vorgeführt. Warum wird immer noch Kredite an die Türkei vom deutschen Staat verbürgt? Warum hindern Sie den Außenminister nicht an dieser Stelle zu sagen, wir erteilen diese Bürgschaft nicht mehr? Wenn Sie Interesse an der Antwort haben, müssen Sie jetzt einen Punkt machen, weil wir sind ja mit der Sendung. Das meine ich damit, sprechen Sie leise, aber nutzen Sie Ihre Instrumente, die Sie haben, und die haben wir. Dann können Sie auch beweisen, dass wir nicht erpressbar sind. Ich finde, alles das, was Sie sagen, spielt eine Rolle für die Frage von Beitrittsverhandlungen. Darum bin ich der Auffassung, dass Beitrittsverhandlungen suspendiert werden sollten. Ich weiß nicht, ob Sie diese Auffassung teilen. Das passt, diese Türkei passt nicht mehr in die Europäische Union. Das ist eine Farce geworden und darum muss die Farce beendet werden. Alles andere muss auf der Basis wechselseitiger Interessen geklärt werden. Da müssen wir unsere Interessen reinbringen. Es ist keine Wertegemeinschaft mehr, selbst trotz der NATO, sondern es ist eine Interessenbeziehung geworden. Aber eine Wertegemeinschaft ist es nicht mehr. Und die müssen Herr Gauland, es gab eine Wahlempfehlung von Herrn Erdogan, wen die Deutsch-Türken hier nicht wählen sollten. Alle wurden fast genannt, die AfD nicht, also eine positive Wahlempfehlung. Bestimmt nicht. Von Herrn Erdogan will ich keine Stimmen haben. Okay. Im Übrigen wäre mir es recht und lieb gewesen, wenn die Kanzlerin früher deutlich gesagt hätte, kein türkischer Wahlkampf auf deutschem Boden und Empfehlungen von Parteien, von ausländischen Staatsmännern sind eine Zumutung. Und ich glaube nicht, dass wir irgendeine Stimme sozusagen von Erdogan kriegen. Die russischen Staatsmedien finden aber die AfD ziemlich gut und sagen das auch sehr deutlich hier. Ich will aber noch einen Satz sagen. Die Türkei ist Mitglied der NATO, also hat Herr Röttgen recht, Interessenpolitik muss sein, aber das Flüchtlingsabkommen würde ich trotzdem kündigen, aus ganz anderen Gründen. Punkt. Frau Ruck, ganz kurz vielleicht noch in einem Satz. Wenn man härter mit Erdogan umgehen würde von unserer Seite, wie sehr würde ihn das an die Seite von Putin tragen? Das ist eine Befürchtung, die, glaube ich, sehr berechtigt ist, dass das passiert. Es passiert ja schon, obwohl die beiden an unterschiedlichen politischen Enden, zum Beispiel im Syrienkrieg, stehen. Die Russen sind mit Assad, Erdogan hat Assad als seinen Feind.
Verbünden Sie sich gerade in anderer Richtung. Und das hat sicher damit zu tun, dass Erdogan sich in Europa allein fühlt. Dankeschön. Das kurze Schlusswort, Frau Goetz, die Jungwählerin in dieser Runde. Haben Sie neue Erkenntnisse gewonnen für Ihre Wahlentscheidung? Nein, ich war mir aber vorher auch relativ sicher und hoffe, ja, das wird's auch, ich denke, das wird auch so bleiben in den nächsten vier Wochen. Okay, danke, dass Sie da waren. Danke an diese Runde. Wir gehen zu Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen und schauen mal, was Sie auf dem Zettel haben. Tja, wir haben auf dem Zettel den Flüchtlingsgipfel von Paris. Den nehmen wir unter die Lupe und fragen, ob Europa da heute einer Lösung des Flüchtlingsproblems näher gekommen ist. Wir sprechen auch mit einem Vertreter einer Hilfsorganisation über die Lage in Libyen. Das also gleich in den Tagesthemen. Mit Ingo Zamperoni. Dankeschön und danke an diese Runde für eine engagierte Diskussion. Herr Röttgen, herzlichen Dank. Herr Gauland, danke. Frau Ruck, Frau Götz, herzlichen Dank, Herr Tettin. Er steht auf. Respekt. Faktencheck morgen so ab Mittag. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.